Als nächstes möchte ich Herrn Dionys Ottel und seine Partnerin Farhaneh Fanoudi begrüßen. Sie kommen aus dem Büro Hild & K., das in München ansässig ist. Herzlich willkommen. Ups. Wir befassen uns ja häufiger im Büro mit der Serie, sind heute eingeladen mit dem Projekt, dem Silbermann Park in Augsburg, ein Studentenwohnheim, einer Industriebrache am Rande von Augsburg, Wettbewerb von 2009, und auch in dem Studentenwohnheim geht es manchmal so, dass es durch Investorenpleiten und Wiederverkäufe von Grundstücken gehen muss, bis dann am Ende nichts mehr übrig bleibt an Geld fürs Bauen. Wettbewerb 2009, erste Investorenpleite, 2011, dann weiter verhökert für viel Geld. Und erst der Dritte hat es dann angefasst. Es war eigentlich mal mit dem Studentenwerk zusammen gemacht. Am Ende war es jetzt ein privater Investor, der es gebaut hat und auch so in den kleinen Einzelzellen verkauft hat. Sind insgesamt 222 Schlafplätze in ungefähr 180, ich glaube 178 Apartments, in der Regel Einzelapartments, weil das gar so nachgefragt ist, und wir haben uns bei dem Projekt an und für sich auf ein einziges Fassadenelement begrenzen wollen. Es ist ja eigentlich ein Plattenbau. Wie das geht, hat der Kollege im Vorgang gerade gezeigt. Dann wiederholen wir uns auch nicht. In dem Fall, wenn man sich mit diesen mehrschichtigen Aufbauten, also Innenwand, tragend, Dämmschale, Außenschale, kommt am Stück befasst, ist man schnell eigentlich, und viele Leute nennen es ja auch den Plattenbau bei uns so, in der Verlegenheit, wie geht man mit den Fugen um. Wir haben uns entschieden für eine etwas kompliziertere Herstellungsart. Wir haben die Fuge nicht in die Mitte gelegt, sondern uns eben für so kreuzförmige Elemente entschieden, die dann immer an die Mitten von den Fenstern zusammentreffen. Machen wir mal. Das hier, also es ist immer das gleiche Element, das geht durch unterschiedliche Baukörper, die wir dort haben, die sehen wir nachher noch ganz kurz im Grundriss, und es geht dabei um Oberfläche, also wir haben uns an und für sich für glatte und gesäuerte Oberflächen entschieden, und man setzt sich auseinander mit der Fuge, die in dem Projekt so eine überhöhte schräge Fuge einfach ist, also diese Dreikantprofile, die man da immer einlegt, so etwas extrem, das dann eben zu Faschen um die Fenster führt, zu Überhöhungen in den Fugen. An und für sich war es im Erstprojekt noch mit einer kleinen Metalleinlage drin, aber wir haben uns nicht mal mehr Metallfenster leisten können, sondern Kunststofffenster. Das ist natürlich alles so dem Budget zum Opfer gefallen. Am Ende hat sich dann die Fertigteilfirma bereit erklärt, die Säuerung auf einige Kosten herzustellen, weil sie es interessiert hat. Das war im Jahr 2011, 12 bis 14 haben wir gebaut, sodass wir zu zwei Oberflächen kommen, eben freigelegt der natürliche Zuschlagstoff. Das Ganze kommt aus Aschaffenburg, darum ist es auch manchmal rot, hat ein bisschen Sandsteinfarben, und manchmal ist es auch nur grau, und diese Karos, diese Überlagerung des Ornaments, ist dann eigentlich nur die glatte Schalung, auch ohne Nachbesserungen oder Spachtelungen. So sieht das Ganze dann aus, also durchgemetert über alle Bauteile. Das ist eigentlich ein langer Lärmschutzriegel mit unterschiedlichen Fingern und einem Hochhaus. Okay, gut. Ich habe schon gesagt, am Rande eines ehemaligen Industriegebiets, es war ein Farbenwerk, und das ist eben jetzt eben eigentlich zu einem Wohngebiet gemacht worden, und am Ende des Ganzen, wo es die Schallschutzriegel braucht, ist eben am Rande der Autobahn bzw. der Bahntrasse München-Augsburg ein Studentenwohnheim hingestellt worden als Lärmschutzriegel. Das ist zur Bahn hin eine abgewandte Erschließungsseite und dann eben Finger, wobei eben einer am städtebaulichen Hochpunkt sozusagen an dieser Autobahnkreuzung ein kleines Hochhaus ist, und es gibt unterschiedliche Punkthäuser. Eins davon ist umgesetzt worden als Studentenwohnheim, die anderen sind in Eigentumswohnungen an einen anderen Eigentümer verkauft worden. Jedes dieser Stücke, die es da so gibt, da kann man immer so ein T rausschneiden, dann ist es eigentlich eine real teilbare Einheit wieder. Und das Ding ist, obwohl es so seriell angelegt ist in seiner Fassade, im Inneren eigentlich recht flexibel angelegt. Also es wäre möglich, Zweizimmerwohnungen herzustellen in der ganzen Geschichte, indem man da schaltet. Das ist auch so gebaut, dass es da immer
Trennungen gibt in den Wänden, sodass man aus diesen kleinen Hasenstellen der Studenten auch jederzeit Wohnungen herstellen könnte. Das geht dann bis hin zu Dreizimmerwohnungen oder eben auch Apartments auf dem Dach, also auch mit Ausgängen aufs Dach. Das haben die Studenten auch jetzt, die können da raus. Oder eben am anderen Ende auch Wohnungen, die dann Auszüge erhalten könnten in den Garten, aber gebaut ist es im Moment als Studentenwohnheim. Also diese Typologisierung Studentenwohnheim, haben wir gelernt, ist im Prinzip eine Nachfrage im Augenblick auf dem Markt. Es sind diese 14 Quadratmeter Einheiten, die so ein Student bekommt. Das ist eigentlich das viel Seriellere an der Sache als die Fassade. Die kann man so oder so machen. Wir haben uns eben für dieses eine Element, das über alles drüber geht, entschieden. Aber über das sind wir jetzt gekommen, an und für sich mal hier in Berlin. Da haben wir jetzt viele Untersuchungen gemacht für unterschiedliche Grundstücke für Studentenwohnheime realisiert. Haben wir bis heute noch keins. Das haben wir für die Berlinovo gemacht. Und im letzten Jahr, da werden Sie vielleicht heute Nachmittag ja noch was sehen, das ist auch auf dem Titel drauf, so eine Untersuchung, Standardtyp Top hieß das Ding, da waren mehrere Kollegen mit involviert, auch mehrere Ingenieure, und da haben wir uns jetzt eigentlich jetzt so die letzten 3 Jahre damit befasst, wie man umgeht, und haben auch Untersuchungen gemacht, immer wieder für die so Plattenbauten, Verwaltungsbauten, an der Prenzlauer Allee steht so ein Ding zum Beispiel, und gibt es verschiedene, oder gab es zumindest verschiedene, vor 2 Jahren hier eine Untersuchung gemacht, wie kann man das eigentlich machen von so einem Verwaltungsbau, damals vor einem Jahr ja ganz, ganz akut, und die hatten auch den Auftrag, irgendwie 16.000 Flüchtlingswohnheimplätze zu schaffen, das Ganze eben zu konvertieren in Flüchtlingswohnen, um dann eine Nachnutzung als Studentenwohnheim herzustellen, um dann in der nächsten Generation seniorengerechtes Wohnen herzustellen. Also eine ganze Kette. Realisiert ist bis heute leider nichts davon, aber es gibt Kilometer vom Papier, die haben wir jetzt nicht mitgebracht, aber daraus entstanden ist, bitte Farani, dein Part. Vielen herzlichen Dank.